Event mit einem möglichst tiefen CO2-Fußabdruck durchzuführen, da gibt es ganz viele Herausforderungen, die man meistern muss. Man muss einerseits herausfinden, wo entstehen überhaupt CO2-Emissionen. Und der zweitwichtige Schritt ist dann eigentlich auch zu entscheiden, wo macht es Sinn, eine Massnahme anzusetzen, wo macht es Sinn, allenfalls auch Investitionen zu tätigen, um eben wirklich auch die CO2-Emissionen runterzubringen zu können. Ja, wir haben das Ziel gesetzt, der Telemark Walker bei dem Alpse Frutz mit einem möglichst kleinen CO2-Fußabdruck zu realisieren. Für wir da hier Haufen Gegebenheiten schon haben. Wir haben lokale Sportcamp, wir haben gute Beschneiung, die nachhaltig ist. Wir haben auch mit Snow Sustainability einen Bürocontainer stellen, zum Transport zu reduzieren. Die Herausforderungen sind für diese Massnahmen, dass man viel vorausdenken muss. Viel überdenken, was gibt es andere Möglichkeiten, die Möglichkeiten abwägen, was macht man wie, dass man möglichst die Emissionen abnehmen kann. Sustainability unterstützt die zwei Projekte Bürocontainer und Photovoltaik. Einerseits, weil das zwei sehr wichtige CO2-Reduktionsprojekte sind und mit CO2-Reduktionsprojekten kann man einen sehr wichtigen Beitrag leisten, um ein Event nachhaltig zu machen. Andererseits haben wir hier auch ein OK vor Ort, das mit Engagement dran ist und Nachhaltigkeit mit Herzblut leben tut. Und mit diesen zwei Projekten haben wir dann auch so zwei Beispielsprojekte, wo wir hoffen, dass sie auch für andere Events ein Vorbild sein können. Eine weitere Massnahme, die wir umsetzen, ist, wir haben ein Spezialticket geschaffen, das Telemark-Ticket, mit ÖV-Anreise inklusive Skipass und Verpflegung im Gebiet, dass wir möglichst viele Zuschauer dazu bewegen können, den ÖV zu nutzen. Snow Sustainability unterstützt OK einerseits finanziell, aber auch mit Know-how und Fachexpertise. Und da sind wir vor allem auch mit unserer Nachhaltigkeitspartnerin und Mitbegründerin von Snow Sustainability, der BKW, sehr stark unterwegs. Sie hat einerseits ein Tool, wo man Nachhaltigkeitsdaten von einem Event erfassen kann, wo einem dann Hinweis geben, wo man eben genau CO2-Emissionen reduzieren kann. Und jetzt da spezifisch beim Weltcup in der Melchsee Frutt unterstützen Sie auch mit dieser Machbarkeitsstudie bezüglich Photovoltaik. Ja, wir werden da in Zukunft weiter die Augen und Ohren offen haben. Was gibt es? Wo hat man ein Start-up, wo wir zusammenarbeiten können, um die Massnahmen auch weiter runterzukommen, dass wir da wirklich auf einen möglichst kleinen Fußabdruck zurückgreifen können.